So. 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 Herzlich willkommen zum 24. Teil von Let's Play Templar. Nachdem wir im letzten Teil ja dem Ruf der Psychiker gefolgt sind, will ich euch heute nochmal zeigen, wie das mit den Portalen funktioniert, wie ihr also den Psychic-Orden vernünftig leveln könnt. Wir haben die Skill-Linie immer noch nie. Auf jeden Fall, wenn ihr die Quest gemacht habt, der Ruf der Psychiker, habt ihr im Inventar unter Questgegenstände diese Psychic-Karte benutzen. Und da seht ihr hier die roten Xe. Überall, wo die roten Xe sind, das ist jetzt die Karte von Somersend, sind solche Zeitrisse. Und da müssen wir überall hin und die versiegeln. Ja, würde ich mal sagen, los geht's. Erste ist hier irgendwo. Ist eben schade, dass man die auf der richtigen Karte nie hat. Gibt es vielleicht auch ein Add-on dafür? Warum funktioniert eigentlich? Jetzt. Komischerweise funktioniert ab und zu Jetzt vertrauen wir das unsere Toten schon Schnellreiten-Addon hier. Nebara an. Kommen wir hier irgendwie raus aus dieser Stadt? Ein Riss in der Nähe. Keine Ahnung, warum ihr sie alle versiegeln wollt. Lineare Zeit wird doch überbewertet. Denkt doch mal nach. Ihr könntet sterben, bevor ihr geboren wurdet. Halt, das ist eher schlimm, oder? Verzeiht. Ja, seht, wenn wir jetzt in die Nähe von diesem Riss kommen, habt ihr hier dieses E-Auge des Obskuren benutzen. Und jetzt muss man die Dinger suchen. Das ist nervig ohne Ende. Irgendwo. Wo genau ist das? Dort unten muss das sein. Das ist eine ewige Sucherei hier. Das ist nie dieser Zeitriss. Ist er das? Nee, das ist ja nie. Das ist der Wasserfall.
Jetzt sind wir ja schon wieder raus hier aus der Nummer. Das muss irgendwo hier sein. Ah, dort ist er. Jo, dann seht ihr hier sozusagen, dann wenn ihr nahe genug seid, seht ihr im Kompass diesen schwarzen Pfeil für eine Quest. Hier ist der Riss endlich gefunden. Mann. Erledigt. Gut, da hätten wir den ersten gefunden nach langer Zeit. Jetzt müssen wir irgendwo hier runter. Hier hinporten. Ach ja. Hä? Ich wollte geportet werden. Beschäftigt. Ich bin doch nie beschäftigt.
Naja, ist auf jeden Fall dieser Psychic-Orden. Das ist eine ganz schön langwierige Geschichte hier. Aber zumindest die Skill-Linie würde ich freischalten. Ab und zu findet man mal diese Psychic-Portale, das sind so weiße leuchtende Portale und da ist teilweise ganz angenehmer Loot drin. Also mal gucken, wieder die Karte benutzen. Hier runter müssen wir. Fast bis zum Ende und dann runter. Kleiner den nächsten Wegschrein holen. Ich denke, das ist dort in der Nähe von dem Dolmen. Ich höre einen Riss in der Nähe. Ihr nicht, oder? Schätzt euch glücklich. Klingt wie ein Schwarm Bienen in einem Metalleimer voller Glöckchen. Ein bisschen wie der Krach den Baden machen. Jetzt laufen wir hier so ein bisschen rum. Bis wir diesen schwarzen Pfeil sehen. Da ist der Dolmen. Ah, da ist er. Zeitriss. Da vorne ist er. Genau, also gewusst wie, geht das dann schon. Erledigt. Jetzt können wir mal gucken, ob wir den Dolmen schaffen. Oder ob das wieder so ein Desaster wird wie das letzte Mal. Da. Na dann nicht. Porten wir uns zum nächsten. Der ist ja hier. Dieser Riss ist in einem Zoo? Boah, wisst ihr, Tiere finde ich endlos spannend. Sie sind ein bisschen wie wandelnde Pflanzen, hm? Nur mit mehr Flüssigkeiten. Geht. Was für ein schlimmes Wort.
Da ist er. Der Zeitriss. Genau. Und dann war ja irgendwie unten auf der Insel noch einer. Kommen wir hier irgendwie raus aus der Nummer? Ein Riss am Meer. Oh, ich liebe die See. Schade, dass ihr sie nur in drei Dimensionen sehen könnt. Die ganzen Quasitöne und invertierten Zahlenformen. Ich nehme das zurück. Wenn ihr das sehen könntet, würde euer Fleischhirn explodieren. In falsche Richtung gehüpft. Also ihr müsst einfach so ein bisschen in die Richtung, dann könnt ihr das Auge benutzen und dann habt ihr den Pfeil, wo der Riss dann wirklich ist. Und da ist noch jemand unterwegs. Tschüpp. Und da müsst ihr euch natürlich irgendwie merken, welche Risse ihr schon gemacht habt und welche noch offen sind, weil die bleiben auf der Karte ja alle markiert. Denkt euch also irgendein System aus, macht's der Reihe nach, die Skyshot hole ich mir noch. Schaffen, hole ich mir noch schnell den Aussichtspunkt. Genau. Und dann porten wir zum nächsten. Der nächste ist dann hier. Also die FPS sind teilweise echt schlecht geworden. Mehr Ruinen. Wisst ihr, jeder Stein erzählt eine Geschichte. Ich meine das übrigens wörtlich. Diese Mauer da drüben jammert ständig, dass sie den Regen hasst. Finden wir diesen Riss und verschwinden wir, ja?
nerviges Vieh. Hier rein. Da ist der Riss. Das heißt, weiter hoch. Das Schnellreiten macht sich schon bezahlt. Das ist einfach nur nervig. Seit dem Update, was alles besser machen sollte, ist es einfach nur noch zum Kotzen. Ja, alle Furzlang wird man rausgeschmissen, kann sich ewig nie einloggen. Dieses Konto ist bereits eingeloggt. Ich würde ja mal vorschlagen, die sollten sich mal ein paar Programmierer organisieren, die es auch können. Und sich nie irgendwelche aus Ostasien für 5 Euro bei Fiverr holen. Kann ja wohl nie wahr sein. Und vor allen Dingen sitze ich hier an einem Laptop, der durchaus... Ah, da ist ein Riss hier. Die Stadt ist ein bisschen zu protzig, was? Zumindest für sterbliche Maßstäbe. Wo ich herkomme, wäre das hier kaum mehr als ein Abort. Ich scherze natürlich. Wo ich herkomme, pinkelt keiner. Ist durchaus ordentlich. Mit so einem i7, einer ordentlichen Grafikkarte. Was machen dann die Leute, die einen älteren Rechner haben? Das kann einfach nie sein. Und so kompliziert, da komme ich jetzt nicht hoch. So kompliziert ist das ESO jetzt nie. Da habe ich schon ganz andere Sachen gespielt. Mal gucken, ob wir die Skyshard kriegen. Naja, ein bisschen Frust abladen muss sein. Das haben sie sich ja nicht anders verdient. So, benutzen. Jetzt haben wir den. Müssen wir jetzt hier hoch. Hier hoch müssen wir dahin poppen. Und vor allen Dingen passiert das völlig ohne Grund. Ja, du reitest einfach so durch die Landschaft und wirst ausgelockt. Das du verstehst nie. Die Ladezeiten haben sich deutlich erhöht zu dem, wie es vorher war. Und das sollte ja eigentlich besser werden. Klar, wir laden alle den Spielclient neu runter. Mal 65 GB durch die Leitung ziehen. Nur damit die Ladezeiten länger werden. Und nein, das ist kein Testproblem. Wie manche behaupten. Das sind einfach Programmierer, die es nie können.
Irgendwo hier muss es sein. Ah, ein Gruselhaus auf einem Cliff. Toller Ort für ein Riss. Da drin sind garstige Dinge geschehen. Das kann ich euch sagen. Ich würde zittern, wenn ich Nerven hätte. Ich scherze. Sterbliche Angst ist zum Totlachen. Da ist der Riss. Also einfach ein bisschen in der Gegend rumlaufen, bis er dann den weißen, beziehungsweise wenn er die Questen hier aktiv am schwarzen Pfeil seht, dann dahin. Riss versiegeln. Was soll das? Jetzt haben wir den da oben. Jetzt müssen wir auf die andere Seite porten. Und zwar hier hin. Ich hatte gehofft, es geht ein bisschen schneller, aber da kriegen wir auf jeden Fall die halbe Stunde wieder voll. Ihr wisst, dass Korallen nur komische Knochen von so einem Sacktierchen sind, oder? Dann ist das hier wohl so eine Art Friedhof. Idiot! Ihr wollt nicht wissen, wie ihre Geister aussehen. Ich sage nur, alter Käse. Was war das? Oho, interessant. Trotzdem suchen wir den Zeitriss. Und jetzt irgendwo in der Bucht. Oh, dem kommen wir lieber nie zu nahe. Dem 5-Millionen-Weltboss. Dafür ist der Templer zu klein. Ihr seht das übrigens, solange dieses Auge aktiv ist, seht ihr das an diesem leuchtenden Kopf. Muss das doch hier sein. Da ist er. Und da haben wir auch den letzten.
So, jetzt müssen wir zu Zellarus. Nein, keiner da. Ladezeiten. Ich glaube, wenn ich die Ladezeiten rausschneide, dann sind die Let's Plays bloß noch halb so lang. So, jetzt war mal wieder meine Festplatte voll. Ganz fantastisch. Obwohl noch 50 GB frei waren. Muss mir da mal was einfallen lassen. Komm zurück, so, jetzt gebe ich noch ab und dann haben wir. Habt ihr getan, worum ich euch gebeten habe? Sind die Zeitrisse auf Sommers End wirklich versiegelt? Gut gemacht. Sehr gut sogar. Ihr scheint mir schon bestens vertraut mit den lenkenden Tugenden unseres Ordens zu sein. Selbstlosigkeit, vorausschauendes Handeln, Genauigkeit im Denken und Wirken. Ihr werdet ein wahrer Gewinn für den Orden sein. Da bin ich mir sicher. Na logisch. Sprecht mit Yusai. Dran gezweifelt? Sie wird bestimmt wissen wollen, dass der Augo in Sicherheit ist. Ja, ich weiß alles über sein plötzliches Verschwinden. Es ist gut, dass ihr ihn geborgen habt. Ich habe sie angewiesen, euch etwas zu geben. Euren ersten Schritt auf dem Pfad. Sie erwartet euch im Wissenshort. Andere Seite. Wäre ja auch schön, wenn das mal nebeneinander wäre, ne? Dem Himmel sei Dank! Ihr seid zurück. Ich hoffe, dass der Auge euch nicht zu viel Ärger gemacht hat. Ich weiß, dass er einen ganz schön beschäftigen kann. Nö. Nun, der Wissensbewahrer hat mich gebeten, euch etwas zu geben. Das erste von vielen Geschenken. Das wertvollste Geschenk überhaupt. Wissen. Bitte setzt es mit Bedacht ein. Als ich meinen ersten Zauber erlernte, verbannte ich versehentlich eine Kröte ans andere Ende der Zeit. Zumindest glaube ich, dass das geschehen ist. Denn bisher ist sie nicht wieder zurückgekommen. Glückwunsch! Ihr habt euch dies und meinen Dank verdient. Erstklassige Arbeit auf Sommers End. Wirklich erstklassig. Leider haben wir ein weiteres Problem. Seid ihr bereit, wieder aufzubrechen? Unsere Seher haben weitere Zeitrisse entdeckt. Dieses Mal in der Iliak-Bucht, meiner Heimat. Der Wissensbewahrer und ich werden weiter nach dem Auslöser dieser Störungen suchen. In der Zwischenzeit müsst ihr sie versiegeln. Ja, nehmt diese Karte der Region, weitere Psychic-Siegel und den Augur. Ich hoffe nur, dass die Risse nicht noch stärker geworden sind. Passt auf euch auf und achtet darauf, dass Alikre all dies übersteht, ja? Ich weiß, ich sollte nicht. Ich muss den nötigen Abstand wahren. Vergesst es. Mögen die alten Wege eure Schritte lenken. Der Wissensbewahrer war sehr beeindruckt von eurer Arbeit auf Sommers End. Es ist zwar schwer, ihn als Meer kennenzulernen, aber mit Lob war er stets großzügig. Ich wünschte nur, ich wäre eine bessere Schülerin. Nun, nicht im herkömmlichen Sinn. Versteht mich nicht falsch. Ich bin eine äußerst fähige Magierin. Das hat den Wissensbewahrer überhaupt erst auf mich aufmerksam gemacht, als er mich in der Alike fand. Ich habe nur Mühe mit einigen der tiefergreifenden Lehrstunden, der Philosophie dahinter.
Der Psitschik-Orden ist keine einfache Ansammlung von Zaubermeistern. Er vertritt eine Weltanschauung, wisst ihr? Eine Geisteshaltung. Es reicht nicht, nur eine talentierte Magierin zu sein. Man muss auch lernen, die Dinge anders zu sehen. Stets eine distanzierte und von Tugendhaftigkeit geprägte Sichtweise einzunehmen. An manchen Tagen denke ich, dass ich Fortschritte mache. An anderen Tagen wiederum, an Tagen wie heute, sehe ich nur, wie weit mein Weg noch ist. Ein wahrer Psitschiker würde sämtliche Völker und Regionen als gleichwertig erachten. Doch für mich, ein Teil von mir hat die Alikre nie verlassen. Mein Herz ist immer noch in der Wüste. Ja, ich würde es gegenüber dem Wissensbewahrer niemals zugeben. Aber ja, es tut mir leid. Ich wollte euch damit nicht belasten. Ihr fangt schließlich gerade erst an. Vergesst einfach, dass ich etwas gesagt habe. Passt auf euch auf. Macht er. Gut. Jetzt habt ihr hier wieder so eine Karte. Ja. Und hier habe ich mich kaputt gesucht, wo das ist. Ich dachte, das ist ein Land. Ist es aber nie. Ich zeige euch das mal auf der Karte. Ja. Die Ilyak-Bucht ist der ganze Bereich. Glen Umbra, Sturmhafen, Bankorei und Alikra. Ja, also, wenn ihr hier auf die Karte guckt. Dann sind die in Glen Umbra und die halt in der Alikra-Wüste. Und da könnt ihr euch dann darum porten. Gut, für heute soll es das gewesen sein. Wieder ein langes Video geworden. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.